Denn die Frage ist, was ist eigentlich Lernen? Denn man muss sich das auch mal so, ich weiß nicht, ob Sie sich diese Frage schon mal gestellt haben. Das kleinste Kind kann lernen. Aber selbst die klügsten Psychologen, die klügsten Neurowissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können nicht 100% präzise erklären, was eigentlich passiert, wenn wir lernen. Und das ist schon mal ganz interessant. Also aus der Bildungsperspektive haben wir deswegen, weil wir es eben nicht hundertprozentig erklären können, haben wir Modelle, Theorien, in denen wir uns vorstellen, wie Lernen funktioniert. Aber eine zutreffende Antwort darauf haben wir nicht. Trotzdem helfen uns diese Modelle. Zunächst einmal muss man nochmal klarstellen, wenn wir uns über Mediendidaktik, dann ist der Fokus natürlich ganz stark auf Lernkontexte wie zum Beispiel die Schule. Und wichtig ist, erstmal klarzustellen, dass Lernen, und wenn es um das Lernen in der Schule geht, dass das nur ein ganz kleiner Teilbereich des menschlichen Lernens ist. Bei den Sozialisationstheorien, erinnern Sie sich, haben wir uns ja entsprechend auch schon über Lernen unterhalten. Da ging es ja darum, was müssen Menschen, junge Menschen in diesem Beispiel, überhaupt lernen, um Mitglieder dieser Gesellschaft werden zu können. Was lernt die Gesellschaft von uns? Also dieses Wechselspiel. Ja? Das ist der große Bereich des menschlichen Lernens. Und den kann man sich, wenn man es stark vereinfacht, relativ einfach vorstellen. Wir probieren etwas und in der Regel probieren wir so lange, bis wir damit Erfolg haben, und wenn wir gelernt haben, dass wir mit dieser Strategie Erfolg haben, dann reproduzieren wir sie. Das erklärt auch, warum ganz viel, was wir, also Gewohnheiten, relativ mächtig sind in unserem Leben. Wir können das mal probieren, dann können Sie selbst ein Gespür dafür bekommen, wie mächtig Gewohnheiten sind. Probieren Sie es mal aus, machen Sie einfach mit. Falten Sie mal Ihre Hände unter dem Tisch, über dem Tisch, wie Sie wollen. Ja? Und keine Angst, jetzt kommt nicht das, was Sie denken. Jetzt gucken Sie mal auf Ihre, schauen Sie mal auf Ihre Daumen und schauen Sie mal, welcher der Daumen oben liegt. Also liegt der rechte Daumen oben oder der linke? Jetzt können Sie die Hände kurz auseinandernehmen, wenn Sie es gemerkt haben. Wessen Daumen lag denn, wessen rechter Daumen lag denn oben? Also vielleicht melden Sie sich mal kurz. Einige, ja. Bei wem lag denn der linke Daumen oben? Auch einige, fast genauso viel. Wenn Ihnen jetzt könnte man natürlich so pseudopsychologisch könnte man sagen, derjenige, dessen rechter Daumen oben liegt, und so, alles Blödsinn. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist, dass Sie irgendwann mal, warum auch immer, hat Ihnen jemand gesagt, falten Sie mal die Hände, und dann haben Sie die Hände gefaltet, und dann war einfach aus diesem Grund, war der rechte Daumen oben oder der linke Daumen, und dann haben Sie das entsprechend so gemacht. Nehmen Sie mal mit Absicht die Hände so wieder zusammen, nur dass diesmal mit Absicht der andere Daumen oben liegt. Das ist eine der schönsten Situationen immer in dieser Vorlesung, wenn ich in Ihre Gesichter schaue und die ganz, ganz viele sehr, sehr unwohl blicken. Und das ist genau der Punkt, den ich meine. Also, dass wir, wenn es um Gewohntes geht, dass wir ungern etwas anders machen, als wir es gewohnt sind. So mächtig ist Lernen. Also, und das meine ich tatsächlich auch, wenn hier vom Begriff des menschlichen Lernens gesprochen wird. Das heißt also, das, womit wir uns jetzt im Wesentlichen beschäftigen, wenn es um die Mediendidaktik geht, das ist eigentlich nur ein kleiner,
Teilbereich des menschlichen Lernens und eben das Lernen in der Schule, beziehungsweise in anderen pädagogischen Kontexten. Was man jetzt natürlich aber sagen muss, ist, dass in der Schule nicht nur, das heißt also, das Lernen in der Schule ist explizit, wir haben Lernen, wir haben Lehrpläne zum Beispiel, und dieses implizite Lernen, dieses tacite Wissen, über das wir gerade gesprochen haben, nämlich der große Bereich des menschlichen Lernens, das ist natürlich auch etwas, was in der Schule nicht unwichtig ist, gerade auch unter dem Bereich des sozialen Lernens. Also Schule auch als Sozialisationsinstanz. Da haben Sie sozusagen, wenn man das gewichten würde, einen nicht unbeträchtlichen Teil an tacitem Wissen, an implizitem Lernen, nämlich zum Beispiel, wie ich in zum Beispiel in schwierigen Situationen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern umgehe. Oder Bewältigungsstrategien, wie schaffe ich es, möglichst gut durch die Klausur zu kommen, obwohl ich nicht gelernt habe. Das gehört zum Beispiel zum impliziten Wissen und damit auch zum impliziten Lernen. Durchaus Kompetenzen, die ja in der späteren, man muss ja das im Studium entsprechend auch anwenden können und dann auch im späteren Berufsleben. Also das heißt, auch in der Schule haben wir streng genommen beides, aber primärer Fokus, wenn es um die Mediendidaktik geht, ist in diesem Moment natürlich das explizite Lernen. Das heißt also, wenn wir uns so langsam rantasten, Lernen wird, also nach einem ganz allgemeinen Verständnis, als Resultat eine Folge erstmal auf Umweltreize, Vorgaben, Anregungen, Begrenzungen verstanden, ganz allgemein, wenn wir uns um das menschliche Lernen unterhalten. Und dabei ist natürlich auch das Anpassen an soziale Strukturen, geht es um Nachahmen, da geht es um Nachahmen von Verhaltensweisen anderer Menschen, die vielleicht wir sehen, dass jemand Erfolg hat und wir machen das entsprechend nach. Und ein Begriff, der Ihnen im Kontext von den Lerntheorien immer wieder begegnen wird, ist der Begriff der Interaktion. Die Annahme ist, also übrigens, das gilt für fast alle Lerntheorien, dass eine Interaktion zwischen Umwelt und Person, Sie sehen, da sind wir wieder bei den Sozialisationstheorien, zur Ausprägung von Verhaltensweisen und von Handlungskompetenzen führt. Und das gilt natürlich grundsätzlich auch für das explizite Lernen. Das heißt also, der soziologische und pädagogische Begriff der Interaktion wird als wechselseitiges Handeln zweier, können noch mehrere Personen sein, verstanden. Man kann also sagen, durch dieses wechselseitige Handeln werden Handlungskompetenzen und Verhaltensweisen ausgeprägt. Man könnte es vereinfacht sagen, wir machen was und wenn wir Erfolg damit haben, dann übernehmen wir diese Handlungsweise. Und so wäre, zumindest wenn man es sehr im Kern sieht, und viel genauer wird das natürlich entsprechend im Laufe der, also wir brauchen das sozusagen nur als Arbeitshypothese, viel genauer können Sie das eben dann in den Psychologievorlesungen nachvollziehen in Bezug auf die Lerntheorien. Aber hier stecken schon so ein paar Stichpunkte drin, die ich gleich noch brauchen werde. So sehen dann die Theorien und Modelle aus, die sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben und einige nicken von Ihnen und erkennen schon so ein paar, erkennen so diese Wenden und auch ein paar Begrifflichkeiten wieder und können wahrscheinlich daran ganz, ganz grob anknüpfen. Ich lasse die Folie auf jeden Fall im Foliensatz, dass Sie dann grobe Orientierung haben, aber würde da jetzt in aller Tiefe nicht einsteigen, sondern Ihnen am besten gleich diese grobe Unterteilung zeichnen, die für die weiteren Ausführungen etwas anknüpfbarer ist. In dieser groben Unterteilung geht es nämlich um eine Zuordnung zu den Strömungen der Lerntheorien vorzunehmen, zu den Lernstrategien und damit gleichzeitig auch zum Rollenverständnis von Pädagoginnen und Pädagogen und Lehrenden. Und diese Übersicht, dieser Vergleich ist deswegen hilfreich, weil man damit eine
zumindest überblicksartige, da kann man, wie gesagt, in jedem Punkt kann man noch viel tiefer gehen, eine Grundströmung dieser Lerntheorien enthält. Und Sie erkennen hier zum Beispiel die Unterscheidung von Wissensverarbeitung, nämlich der oberen Punkt, der Lehrstrategie und dann ganz unten in der Reihe, in der Zeile dann die Lehrerinnen und Lehrerrolle. Und in der Form der Wissensverarbeitung heißt das dann, da haben wir es mit einer Ablagerung, mit Absicht in Anführungszeichen zu setzen, von Wissen zu tun, mit der Verarbeitung von Wissen beim Kognitivismus und mit der Konstruktion von Wissen. Und auch da wahrscheinlich erkennen Sie so eine gewisse Parallele auch zu dem, worüber wir uns in den Sozialisationstheorien unterhalten haben. Zentral ist nämlich die Frage jetzt des aktiven Parts. Also wer hat in diesem Unterrichtssetting einen aktiven Part? Und in dem behavioristischen Lernverständnis ist der aktive Part auf der Seite des Lehrers, der Lehrerin. Also wir haben hier, ne, streng genommen, Output-Orientierung. Die oder der Lehrer ist die Autorität und ihre bzw. seine Performance bestimmen dann in hohem Maße den Lernerfolg. So die Vorstellung. In der gegenüberliegenden Perspektive, also wenn wir uns hier den Konstruktivismus anschauen, also nach dem konstruktivistischen Lernverständnis, ist die Lernende oder der Lernende der aktive Part und der Lehrende, Lehrerin, Lehrer, ist entsprechend Bereiter von Lernanlässen oder schafft entsprechend ein positives Lernumfeld, beziehungsweise ist Beraterin, Berater. Und mit dem im Hinterkopf lassen Sie uns mal die Potenziale des Medieneinsatzes anschauen. Also soweit der Exkurs.